Vor 350 Jahren war sie der Lieblingsbaum von Ludwig XIV. Seitdem ist die Rosskastanie aus unseren Schloss- und Parkanlagen nicht mehr wegzudenken. Dabei stammt sie eigentlich aus dem Balkan, aus engen Schlucht- und Bergwäldern, wohin sie sich während der Eiszeit zurückgezogen hatte. Erst 1576 kehrte sie nach Mitteleuropa zurück. Ein österreichischer Adeliger hatte sie in Konstantinopel entdeckt und brachte sie mit nach Wien, der Startschuss für ihren Siegeszug durch Europa. Schon bald gab es kaum einen Fürsten, der nicht eine prächtige Kastanienallee pflanzen ließ, von denen es viele heute noch gibt, allerdings mit nachgepflanzten Bäumen, denn die Kastanie wird nur 200 bis 300 Jahre alt. Ihre Blütenpracht ist bis heute unübertroffen und auch biologisch sind die Blüten interessant. Sie sind zweifarbig und funktionieren wie eine Ampel. Ganz vorne sitzen die gelben Blüten. Sie sind noch unbefruchtet und voller süßem Nektar. Werden sie bestäubt, färben sie sich rot. Das heißt, hier gibt es nichts mehr zu holen und Hummeln und Bienen lernen das ganz schnell. Diese ganz roten Kastanien gab es vor 300 Jahren noch nicht. Es sind Züchtungen aus unserer Rosskastanie und einer nordamerikanischen Art. Wir treffen sie in unseren Parks immer öfter, weil die Miniermotten sie nicht so schädigen. Die Kastanienminiermotte stammt auch aus dem Balkan und treibt seit etwa 20 Jahren ihr Unwesen bei uns. Die Falter legen ihre Eier auf den Blättern ab. Aus ihnen schlüpfen Raupen, die sich durch das Innere der Blätter fressen. Wie Bergarbeiter legen sie Minen im Blatt an, geschützt vor Wetter und gefräßigen Vögeln. Stark befallene Kastanien verlieren oft schon im August alle Blätter. Werden sie dann noch durch Trockenheit und Streusalz geschwächt, müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Die Früchte der Kastanie sind sogenannte Rollsamen, was sich in Bergwäldern zur Verbreitung anbietet. Frisch sind sie glänzend und prall, aber nur für kurze Zeit. Denn sie vertrocknen schnell, wenn sie nicht eingegraben oder mit Laub bedeckt werden. Bei uns tut das aber keiner, denn unsere Eichhörnchen interessieren sich mehr für Eicheln oder Nüsse. Und so vermehrt sich die Kastanie hier nur selten. Den Waldbauern ist das gerade recht, denn die Kastanie ist sowieso nicht rentabel. Ihr Stamm wächst oft nach rechts gedreht und ihr Holz ist weich. Besser sie bleibt, was sie bei uns seit jeher war: ein majestätischer Park- und Alleebaum.